So, liebe Zuschauer, da sind wir wieder. Einmal mit Profis. Die Technik hat jetzt komplett versagt wieder. Irgendwas stimmte mit meiner Maus nicht. Hat alles zerschossen auf jeden Fall. Aber ich bin wieder am Start. Ich hoffe, ihr seid auch am Start. Heute, wo so viele Zuschauer da sind, sagt sich Twitch einfach keinen Bock. Ach, nice. Ah. Lieblingstyp von Digimon. Gibt's Virus, Datei, Serum, freie Typ. Gibt's eine Liste, welche Digimon welches sind? Na, viel Spaß beim Suchen, Nami, wenn du jetzt durchziehen willst. So, Leute, dann gucke ich jetzt mal ganz kurz. Ich habe natürlich gleich mal was geöffnet wegen der Frage eben. Und zwar, lass mich nicht lügen. Irgendwo müssten mir 5 Points fehlen oder so. Irgendwo fehlen meine 5 Points. Kapitel... könnte sein, dass ich in Kapitel 11 die Kiste nicht geöffnet habe. Oder dass du in Kapitel 13 schon die rote Mission 18 abgeschlossen hast. Da kriegst du auch nochmal 5 Memory. So, ich habe auf jeden Fall 95. Das heißt, ich kann kein weiteres Digimon ins Team nehmen. Ich hoffe, ihr könnt mich hören übrigens. Wir machen einfach straight up weiter, da wo wir waren. Und Lai, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Ja, müssen wir mal schauen. Müsste jetzt alles wieder funktionieren, ne? Gut. Wird wohl irgendwann Zeit, dass ich mir eine neue Maus zulege. Die Maus spinnt. Das ist schon öfters mal passiert, aber bisher ist das erste Mal, glaube ich, im Stream, dass die Maus spinnt. Bei der Piedmon-Mission im Kapitel 13. Alles funktioniert. Ist halt einfach so, Marc, ne? Red lauter, es ist zu dunkel hier. Ja. So, dann schauen wir mal. Wir haben jetzt auf jeden Fall unser Team am Start. Wir werden da ganz kurz... Ah ja, genau, wir wollten Exe noch rausmachen, richtig. Wir wollten ganz kurz Exe, weil der muss noch ein bisschen leveln. Da können wir noch was anderes für reinnehmen. Schauen wir mal, was wir dafür reinnehmen. Wie wär's mit... Bock auf Horstemon. Nehmen wir Horstemon mit rein. So. Sind wir bei 87. Wir könnten theoretisch noch... Ah, ich weiß nicht. Können wir so Zufallskämpfe ausschalten? Wir schauen mal. Also ich denke, wir machen jetzt erstmal straight up weiter. Und schauen mal, was passiert. Ich guck nur kurz, ob ich theoretisch Zufallskämpfe ausschalten kann. Nee, dann, das heißt, dann müssen wir wieder unsere Stinker, die drei, mitnehmen. SpongeBob-Memes sind anders wild. Ja. Krass, ich bin jetzt am Streamen. Erst jetzt, Kappa. So, wir sind auch in Kapitel 13 und gar nicht in Kapitel 12. Was ist denn hier los? Nee, okay, wir schauen jetzt erstmal, wir wollen jetzt als allererstes mal unsere Stinker mit ins Team nehmen. Und zwar sind das die drei Stück hier. Ist dann auch ein freier Typ, ne? Vogelfrei wahrscheinlich. So, dann schauen wir mal. Wir wollen jetzt, also ich bin schon mal sehr gespannt, was die Mission mit Piedmon nochmal war. Ich weiß es nicht. Mit Paimon. Ich weiß die ganzen japanischen Namen von denen aktuell, also die hatte ich so vorher gar nicht im Kopf, aber Paimon heißt sie eigentlich. Beli macht einfach mal Clickbait. Ja, ich nenne es einfach mal Digi-Welt. Wir sind in der Digi-Welt. Für Arme, auf Wisch bestellt. Ja, meine Technik hasst mich im Moment. Meine Technik hasst mich im Moment. Zum Beispiel meine Maus. Mein Controller geht ja jetzt wieder fit, aber meine Maus hat gerade gesponnen. Muss die meinen Job sichern? Da bin ich mal gespannt. Stimmt, da, es geht, ging um Arbeitslosigkeit oder so, ne? In Kowloon 4. Wir haben ein sehr stabiles Team dabei. Mal schauen, wo der gute Dude sich aufhält. Bin mal gespannt jetzt nach dem Absturz. Ich sehe die Zahlen noch nicht. Wie viele Zuschauer gleich am Start sind. Schlimmste Leben. Jetzt, es hat sich einfach halbiert, Alter. Es hat sich einfach halbiert. Danke dafür, Twitch und meine Maus. Einfach meine Maus mich hier richtig am Mobben. Ich fasse es nicht. So, hey, ich habe auf dich gewartet. Du musst mir helfen, einen Job zu finden. Okay, alles klar. Er möchte einen Job haben. Also, ich habe mal ein paar Digimon durchgeguckt. Ich glaube, ich mag irgendwie alle ein bisschen. Ja. Also, es gibt ganz unterschiedliche Digimon, wo ich cool finde. Das stimmt allerdings, ne? Niemand stellt den Dude ein. Er will einen Job in Eden.
Sport und Unterhaltung, aha. Schauen wir mal. Müssen wir da zu einem bestimmten Punkt gehen? Wir schauen mal. Außerhalb von Kowloon wahrscheinlich. Ja, so ähnlich. Also Belis Tastatur hat gesponnen, deshalb musste er einmal alles schließen, weil die die ganze Zeit scharfe S gedrückt hat. Ich dachte erst, es ist meine Tastatur, es war aber nicht meine Tastatur. War gar nicht. Es war meine Maus. Deine Maus? Meine Maus hat gesponnen, richtig. Die hat so 12 Seitentasten und irgendeine Taste war festgeklemmt. Lol. Das passiert öfters mal einfach so, ohne dass ich drauf drücke. Tja, dann musst du wohl einen Schutz dafür besorgen. Ja, muss man mal gucken, ne? Oder eine neue Maus. Ich weiß es nicht, weil ich glaube, die Maus, die hängt auch manchmal einfach. Und dabei habe ich alles erst so deep gecleant. Doch, nicht nur die Maus hängt manchmal. Lololololol. Mausermann, habe ich erst gemacht. Ich glaube, daher kommt das sogar. Ich habe erst alles deep cleant. Tastatur, Maus, Stream Deck, alles drum und dran deep cleant. Ordnung muss sein. Billy hat bestimmt übertrieben mit seinem deep cleant. Ja, ich habe wahrscheinlich wieder übertrieben mit meinem Isopropanol. Maus sauber machen. Ist so. Ja, und es war ein kurzer Streamabsturz. Könnte sein, dass ich eine neue Maus brauche. Ja, muss man mal schauen. Muss man einfach mal schauen. Nimm eine echte, dann passiert das nicht. Nee, da muss ich die aber füttern. Eine Wüstenrennmaus? Ja, genau, geflaschen. Ich brauche eine neue Wüstenrennmaus. Meine alte, ja, die ist verrückt. Die ist wahnsinnig geworden. Leute, kennt ihr Rüsselmäuse? Die sind voll süß. Die haben tatsächlich einen Rüssel. Ja, das wäre tatsächlich mal interessant, Trinity. Habe ich erst einmal in meinem Leben live gesehen, eine Rüsselmaus. Die sind voll knuffig. Ja, Rüsselmaus. Die sind echt süß. Das, wo waren das? Wo haben wir die nochmal gesehen gehabt? Irgendwo in einem Zoo oder so? Ja, ne? Aber ich weiß tatsächlich gar nicht mehr genau, welcher das war. Er war richtig süß, Mann. Die Technik will einfach mal Wochenende haben. Ist so, Mann, ist so. Krasser Shit hier am Start. So, dann wollen wir mal gucken. Also. Ja, ich war auch voll erstaunt, als ich die im Real Life plötzlich so gesehen habe. Und ich denke so, hä? Die Maus hat ja einen Rüssel. Und dann lese ich so Schild und dann steht da einfach Rüsselmaus. Ich denke mir so, oh mein Gott, wie süß. Ja. Dann wollen wir mal schauen, was geht hier ab. Ich weiß noch die Zeiten, wo wir ständig technische Probleme hatten wegen Vodafone und so. Und es war so frustrierend. Ich war zu dem Zeitpunkt immer so frustriert von dieser ganzen Sache. Aber ich wollte halt einfach nicht aufgeben. Deswegen habe ich einfach weitergemacht. Ach, das sind doch interessante Fragen, Trinity. Dafür bin ich doch hier. Um über solche Dinge zu reden. Ich würde aber auch eine Fusion aus Alphamon und Omegamon ziemlich feiern. So, wir haben einen neuen Job, im Zirkus als Clown, lol. So, da wollen wir mal hingehen und ihm diesen Job übermitteln. Und Lai fragt, was war in den Digimon-Animes deine Lieblingsdigitationsart? Gute Frage. Übrigens, ihr könnt während den Streams, auch wenn wir aufs Spiel fokussiert sind, alle Lai-Fragen stellen, wie ihr gerade lustig seid. Das ist vollkommen erlaubt, unabhängig vom Spiel, unabhängig zu welchem Thema. Es kann sein, dass es Themen gibt, auf die möchte ich nicht antworten, aber es gibt Themen, auf die antworte ich sehr gerne. Gerade auch, wenn es Digimon bezogen ist oder so, oder Final Fantasy bezogen. Und in erster Linie gilt das hier, oder dient das Ganze hier ja zur Interagierung zwischen euch und mir. So, und dann gehe ich mal auf die Frage ein. So, ich habe tatsächlich ist einige... Nicht einfach Interaktion. Ja, es ist eine Interaktion, das ist richtig. Richtig, also, ich habe tatsächlich einige Digitationsarten, die ich sehr feiere. Ich mag auch die normale, ganz schlichte Digitationsart. Aber ich glaube, meine Lieblingsdigitationsart ist die DNA-Digitation. Ich finde eigentlich die Idee ganz cool, dass zwei Digimon gekreuzt werden und es ein komplett neues Digimon ergibt. Ist so, ich habe ihm jetzt gerade den Job besorgt als Zirkusclown. Nice. Da passt Piedmon doch perfekt rein, so als Dämon aus einer anderen Welt.
von dem man nicht weiß, ob er wirklich ein Digimon ist. Ha! Erstmal gespoilert hier. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, müsst ihr mal gucken, ob ich mal hier oder da ein Lore-Video dazu droppe. Da gibt es noch mehr Infos dazu. Klingt interessant. Eine Fusion zwischen Alphamon und Betamon wäre lustig. Der hätte dann, das wäre so ein Alphamon mit so einem, wie nennt man es auch gleich, mit einem Irokesen. Armor-Digitation, DNA-Digitation und Spirit-Digitation. Ich finde auch, also Armor-Digitation feiere ich auch extrem, Spirit-Digitation finde ich interessant, aber feiere ich nicht so extrem. Was wäre dann, wäre das dann ein neues Digitationslevel, also eine neue Digitationsstufe, meinst du? Tatsächlich gibt es einige Digimon, die in diese Kategorie fallen würden, ein Level über dem Ultimativ-Level. Sache ist, dass Bandai eigentlich immer nur bis Mega-Level festhält. Oftmals ist es so, dass Bandai überhaupt gar nicht erst, so hundertprozentig auf, quasi auf ihre eigenen Digitationslevel achtet. Es ist oft so, dass manche Digimon zum Beispiel auch zwei verschiedene Digitationsstufen haben, je nachdem, wo sie vorkommen. Beste Beispiel ist Drimogemon. Drimogemon gilt als Rookie-Digimon und als Champion-Digimon. So, und das Ding ist, dass Bandai einfach sich keine Mühe macht, mehr Stufen als Mega festzulegen. Aber es wäre eigentlich für manche Digitationen fast unumgänglich. Gerade jetzt für Sachen wie Omegamon. Omegamon ist zum Beispiel ein Mega-Level, hat aber auch eine weitere Stufe danach, die quasi durch eine DNA-Digitation mit anderen Digimon noch erreicht werden kann. Und zwar Omegamon Merciful Mode. Wenn ihr mehr zu Omegamon Merciful Mode wissen wollt, dazu habe ich auch ein Video gemacht. Und zwar ein Omegamon-Spezies-Video, da zeige ich euch alle Formen von Omegamon. Und dieses Omegamon Merciful Mode müsste eigentlich ein Level über dem Ultimativ-Level sein. Und Bandai setzt das aber nicht fest. Als Beispiel, es gibt nur ein einziges Spiel, in dem das Level Ultimativ überhaupt festgelegt wird. Im Anime überhaupt nicht. Und nur ein einziges Spiel. Und das ist hier Cybersleuth. Nur Cybersleuth Hackers Memory legt das Ultimativ-Level fest. Es müsste auch eigentlich, also entweder müsste es Super Mega heißen, weil der japanische Name ist Cho Ultimate, also Cho Ultimate, also Super Ultimate. Oder Great Ultimate, je nachdem, wie man es übersetzen möchte. Und bei uns müsste es dann Super Mega heißen, weil Ultimate ist den ihr Name für das Mega-Level. Bei uns heißt das ja einfach Mega, so. Das heißt, Super Mega wäre der richtige Name, aber in diesem Spiel, ich weiß gar nicht, ob ich eins davon dabei habe. Mit dem Ultimativ. Genau, richtig. Das hier zum Beispiel ist gar kein Mega-Level-Digimon, sondern ein Ultimativ-Level-Digimon. Schaut, das sind Megas und das hier ist ein Ultimativ-Level-Digimon. Und der Punkt ist halt einfach, das Ultimativ-Level-Digimon wird, also es wird hier so genannt. Das ist der einzige Moment, wo es einen deutschen Namen für dieses Level gibt. Deswegen habe ich mich für meine Videos entschieden, den Namen Ultimativ fortan weiter zu benutzen. Trinity schreibt, wenn Anubismon stirbt, gibt es dann ein Server-Paradoxon, weil er zuständig ist für die Digimon-Wiedergeburt. Aber kann er auch sich selber, also kann er sich selber quasi reinkarnieren lassen? Gute Frage. Die Frage ist, gibt es mehrere Anubismon? Gibt es nur eins, was dafür zuständig ist? Oder gibt es viele, die alle dafür zuständig sind? Das wäre eine interessante Frage. Genau, Imperialdramon Paladin Mode wäre auch zum Beispiel so ein Fall, wo man, ja, nicht unbedingt so ein Fall, aber man könnte schon von einem Super Ultimate reden, also von einem Ultimate oder Ultimativ-Level bei uns, weil ja zumindest auch Omegamon drin steckt, so, ne? Ganz klar. Ja, das ist so die Frage, ne? Es ist schwierig mit den Digitationsstufen, ne? Ich meine, wie weit hoch wollen wir noch mit Digitationsstufen gehen? Was wollen wir noch alles festlegen? Ich finde es schon in Ordnung, dass es 7 Stufen gibt. Und ich denke, das passt schon so. Aber theoretisch, wenn Alphamon und Omegamon eine DNA-Digitation machen würden, dann wäre das auf jeden Fall theoretisch über dem Ultimativ-Level. Zum Beispiel auch die Stärke von Shoutmon Cross 7 Superior Mode ist auch über dem Ultimativ-Level. Theoretisch von der Stärke. Manga als Anime wäre sicher auch interessant, zum Beispiel V-Tamer 01, das würde ich sehr feiern. Wenn es dazu einen Anime gäbe, der müsste auch gar nicht so viele Folgen haben, sondern einfach so wie Pokémon The Origin, einfach so
keine Ahnung, 6, 7 Folgen oder so würde auch schon reichen. Oder von mir aus auf 12 Folgen, so diese typischen Anime-Längen, 12, 14 Folgen, whatever. 12 Folgen, finde ich, klingt schon vernünftig. Das würde mir vollkommen reichen. Und da könnte man tatsächlich eine coole Story rausmachen. Und Sirito, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Level 8 gottgleich. Ja, das wäre dann auch ein Fan-Made-Level. Ich meine, das Level über Mega war auch sehr lange Zeit lang ein Fan-Made-Level, weil lange Zeit lang gab es nur Omegamon auf diesem Level. Und irgendwann wurde das einfach ins Canon übernommen. Das macht aber Bandai öfters. Es gibt ja auch fangezeichnete Digimon, die irgendwann offizielle Artworks werden. Das ist die Frage, Tony, ne? Weil Alphamon Oryuken ist ja auch schon eigentlich ein Ultimativ-Level-Digimon, ne? Kam bei der Digitation auch irgendwas Neues zu den Bereichen... Du meinst bei der Digimon-Con, ne? Kam bei der Digimon-Con auch irgendwas Neues zu den Bereichen Manga oder Anime? Zum Manga gar nicht. Zum Anime-Bereich habe ich was in meinem News-Video gesagt. Ich glaube, dass wir da einen neuen Film bekommen. Und zwar Digimon Adventure 02 Film. Ich weiß aber noch nicht genau, was da, um was es da gehen wird. Und ja, der Digimon Adventure Reboot bekommt jetzt eine englische Synchro. Das heißt, vielleicht ist auch eine deutsche Synchro in Sicht. Ich sag euch Bescheid in einem News-Video, wenn eine deutsche Synchro am Start ist. So, dann müssen wir mal gucken. Was haben wir denn hier? Wir haben die Quest da hinten abgeschlossen. Dann kommt jetzt ein filmreicher Fall. Sakuyamon in Nakano Broadway. Weiß man, wie lange Ghost Game geht? Also wie viele Folgen? Ich vermute, dass Ghost Game circa 50 Folgen haben wird. So zwischen 50 und 55 Folgen oder so. Vielleicht, wenn es hochkommt, 58 Folgen. Vermute ich mal, weil Digimon hat immer so ein grobes Spektrum, wie viele Folgen die normalerweise haben. Richtig, das ist es, Luzu. In Digimon V-Tamer 01, das ist ja der Manga, in dem Daemon, Arcadimon und auch Alphos Vidramon vorkommen, die haben alle drei haben ein Level über Mega zumindest. Also die haben schon ein Ultimativ-Level, richtig. Ja, richtig, das habe ich schon gesehen, die Folge, wo Gulus Gammamon vorkam. Ich will jetzt auch keinen spoilern oder so. Habe ich aber gesehen in Digimon Ghost Game. Meine Meinung dazu kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich glaube, ich würde hier einige spoilern, die den Anime noch nicht geschaut haben. Aber ich sag so viel, es hat mir sehr gefallen. Es war eine der wenigen Folgen, wo wir endlich Progress in der Story bekommen haben. So, wir müssen, ich schau mal ganz kurz, was müssen wir Feines machen? Wir haben die Quest angenommen, Broadway Etage 3. Es gibt ein Anime namens Digimon Universe, das ist das nicht Digimon, also es ist Aplimon? Null. Oh, shit, geflashen. Aber ich hoffe, das ist zeitlich noch drin. Man kann ja lange bestellen, ne? Gönn dir auf jeden Fall. So, dann schauen wir mal. Jetzt müssen wir hier wieder Zuschauerzahlen hochpushen. Seht ihr das gerade? Es sind wieder fast 40 Leute am Start immerhin. Trotz meinem technischen Problem. Das wurmt mich jetzt. Aber ich glaube, Digimon Universe müsste Digimon, also müsste Aplimon sein. Richtig, da Aplimon feiere ich nicht so. Das ist auch nicht offiziell. Also es wird zwar Digimon Universe genannt, da kommen auch ganz, ganz wenige Digimon vor. Aber eigentlich ist das ein separates Universum, noch eine Stufe separater als Cross Wars. Also eigentlich. Das Wormont mich, genau. Ja, Rio Drago, gut erkannt. Nein, natürlich nicht. Nee, gerade hatten wir noch 60 Zuschauer und dann kam das technische Problem und dann sind wir wieder abgesoffen hier. Ah, gutes Timing, genau. Sakuyamon hat eine Quest für uns. Genau, sie möchte irgendwie einen Film machen oder so und dazu braucht sie Schurken oder irgendwelche Schurken, die Helden spielen oder so. Ah ja, ich weiß schon, um welche Quest es geht. So, erstmal Hochsicherheit an. Okay, es wäre ungünstig, so spät zu liefern. Da denke ich mir so, ja, dann wie wäre es mit einfach keine Lieferung anbieten um die Uhrzeit? Ist so. Ich frage doch nicht den Lieferdienst, wann es dem recht ist. Der kriegt ja Geld dafür, dann soll er es mir nicht anbieten als Option. Ist so.
So. Wenn der kein Geld will, ist der selbst schuld. Richtig, Digimon Universe, Ugly Monsters ist richtig, weil es auf Digimon basiert. Die haben versucht, ja die Digimon-IP mit reinzukriegen. Ist auch von Bandai, also lizenziert von Bandai, also Merch und so weiter. Und also der Anime ist in Auftrag von Bandai gemacht worden, wie man auch immer das genau betiteln möchte. Und ja, das Problem ist, dass aber das wirklich ein sehr separates Universum ist. Cross Wars spielt ja auch in einem separaten Universum, in welchem es ja auch andere Maßstäbe gibt, was halt die Stärke der Digimon betrifft. Und so ähnlich ist es auch mit Ugly-mon. Also Ugly-mon funktioniert komplett anders als Digimon. So, dann schauen wir mal raus bald. Erstmal was trinken hier. Das Item gönnen wir uns. Eine Boost-Banane. Man kennt's, die gute alte Boost-Banane. Dann schauen wir mal weiter. Es ist Non-Canon. Ja, Ugly-mon ist... Ja, was heißt... Non-Canon. Also andere Maßstäbe, zum Beispiel Lai. Also ich habe jetzt im Moment gerade ein Digimon... ein Video zu Shoutmon gemacht auf YouTube und ein Digimon Spezies Video, wo ich alles über Shoutmon erzähle. Das ist ja der Protagonist aus Cross Wars. Und die Power Level sind da all over the place. Das heißt, erstens spielt es in einem separaten Universum, was nicht connected ist mit den Universen von den anderen Digimon Staffeln. Aber es wurde ja auch in Cyber Sleuth erklärt, dass es viele Paralleluniversen gibt, sehr viele Digivelten und dass nicht jedes Mal dieselbe Digivelt ist. Und die von Cross Wars ist auf jeden Fall bestätigt, dass sie ein anderes Universum als die von den anderen Staffeln ist. Und dadurch ist es auch in Cross Wars so, dass die Digimon nicht nach Champion, Ultra und Mega und so bewertet werden, sondern es gibt gar keine Power Level so in Digimon Cross Wars. Und ja, zum Beispiel ein Beelzemon ist, also es gibt ein spezifisches Beelzemon für das Cross Wars Universum und das ist dort halt so stark wie ein Champion, als Beispiel. Die Stärke-Level sind da all over the place. Leider. Ich guck gerade mal noch. Ich irre hier noch durch die Gegend. Ja, Bele, dieses verschiedene Digi-Welt-Video wäre mal interessant. Ja, das ist sehr schwierig. Also da habe ich noch viele andere Themen natürlich vor mir. Und wir werden auch über die Digi-Welten reden. Aber in jedem der Lore-Videos erwähne ich immer so ein bisschen was zu den Digi-Welten. Das ist richtig. Mirei ist sowas wie die Connection zwischen den Dimensionen. Oder sie hat zumindest die Möglichkeit, zwischen den Dimensionen zu reisen. Reisen. Lull, heute laber ich nur noch Scheiße. Ja genau, sie hat die Möglichkeit... Stell dir einfach vor, Mirei wäre dieses schwarze Gartenmon aus Dix. Oh, das ist ja voll ein Mindfuck. Das machen die, glaube ich, nicht. Der Anime geht nicht so weit. Ich glaube auch nicht, aber... Das wäre richtig krass. Das ist Cross Wars, richtig. Das ist folgendermaßen, ich kann das ja minimal spoilern. Am Ende von Digimon Cross Wars gibt es einen Bereich, wo aus anderen Digimon-Universen, also aus anderen Digimon-Welten, die Hauptcharaktere, die Protagonisten aus den anderen Staffeln auftauchen und gemeinsam arbeiten. Ja, aber das Power-Level bei Digimon ist all over the place. Also Bandai hält sich überhaupt nicht an die eigenen Maßstäbe, leider. Überhaupt nicht. Vorne und hinten nicht. Und Mena, willkommen bei uns in der Community. Herzlich willkommen. Schön, dass du einschaltest. Genau, also wie gesagt, ja, die drei wollen hier Schurken spielen oder so. Wir müssen uns jetzt um die kümmern. Ihr seid wegen dem Brief hier? Ganz schön lange dauert, du. Du hast uns doch herbestellt. Genau. Dann kümmern wir uns mal um die drei. Genau. Ich freue mich auch schon auf die Digi-Welt in Ghost Game. Das ist immer so das Problem. Digimon zieht den Anfang immer so in die Länge, bis es besonders gut wird. Dasselbe Problem hat man auch bei Tamers. Und dasselbe Problem hat man auch bei Frontier. So, dann schauen wir mal. Die göttliche Sühne. Ja, jetzt sind die Leute wieder am Start. Ja, ich weiß auch nicht, Leute. Nochmal sorry für die technischen Probleme. Wenn ich mal offline gehen sollte, dann gehe ich kurz darauf wieder online. Und, weil dann ist es irgendein technisches Problem. Und sollte dies nicht der Fall sein,
Dann werde ich das auf dem Discord posten, dass ich nicht mehr live gehen kann. Aber normalerweise gehe ich nicht einfach offline, ohne mich zu verabschieden, Leute. So, dann kümmern wir uns mal hier um Black Wargreymons. Klinge des Drachenkönigs. Also die halten gut was aus. Müssen wir uns gleich mal mit einer Heilung drum kümmern. Schwarzer Tornado ist schlecht für uns. Er muss wahrscheinlich wegen dem Rückstoß genau eine Runde pausieren. Kriegt auch ganz schön was auf den Sack hier. So. Kümmern uns hiermit weiter um Black Wargreymon. Die sind, also zwei sind auf jeden Fall Virus-Type. Das heißt, da bräuchten wir Serum. Müssen aber vor Datei aufpassen. Das heißt, ich werde jetzt einmal kurz wechseln. Und zwar... Ja. Das werde ich auf jeden Fall einmal machen. Horstemon noch rausholen. Gibt es noch mehr Black-Versionen? Natürlich, es gibt massig Black-Versionen. Früher oder später werdet ihr die auch in Videos von mir sehen. Ich habe jetzt vor, möglichst alle Digimon über kurz oder lang natürlich dann in Videos vorkommen zu lassen. Und zwar habe ich mir noch ein neues Format überlegt, in dem wir uns nicht beschränken auf nur die Gruppierungen und sowas und nur die Teams und nur die offensichtlichen Lore-Sachen, sondern ich möchte auch einzelne Digitationslines raussuchen, die mir gefallen. Jetzt keine, also irgendwelche von Baby bis Mega-Level oder höher. Irgendwelche Digitationslines, keine spezifischen, sondern einfach welche, die mir random gefallen, die euch dann vorstellen, in ähnlich wie ich das mit Lore-Videos mache, aber in einem anderen Format, aber da dann auch immer den Lore-Text dazu erzähle. Das heißt, alles, was über dieses Digimon lore-technisch bekannt ist, und dann kurz erzähle, so eine Kurzfassung von einem Lore-Video. Das möchte ich dann auch früher oder später mal in Angriff nehmen. Und Kazuto, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Wie geht's dir? Ich hoffe, du hast einen schönen Tag gehabt. Herzlich willkommen bei uns in der Community. Und ruckzuck hängt der Kiefer tiefer. Das ist lustig, das gefällt mir. Alter, der hat sich wieder geheilt. Wir müssen... überlege. Ja, wir haben keine andere Wahl. Ja, versuchen wir erstmal Miotismon loszuwerden. Ja, mir geht's auch wunderbar. Vielleicht kriegen wir ja Miotismon schneller down. Da haben wir jetzt gerade eine harte Nuss vor uns, der Kampf hier. Hätte ich nicht gedacht. Stimmt, vielleicht ist das Gatomon auch einfach von Mirei ein Gatomon. Ja, wer weiß. Natürlich auch, also, weil immerhin hat sie eine schwarze Katze neben sich, ne? Richtig, genau. Da muss ich dazu sagen, ich bin mal gespannt, ob Mirei überhaupt jemals im Anime erwähnt wird. Der Anime, die Animes, die versuchen ja immer so, um die offizielle Lore so ein bisschen herumzutänzeln, die nicht ganz so in den Fokus zu nehmen, leider. Genau, richtig, also keine, so, also jetzt nicht Agumon, Greymon, Metallgreymon, Wargreymon, sondern vielleicht einfach mal eine andere Abzweigung oder so. Klar, irgendwann kann man auch die offiziellen Wege, also die Main-Wege, die bekannt sind, nehmen. Aber normalerweise haben Digimon ja keinen festen Digitationsweg. Das gibt es eigentlich nicht. Das ist eine Anime-Only-Erfindung. Und normalerweise haben alle Digimon beim Digitieren Abzweigungen. Und Rambo, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du einschaltest. Und yo, Ehre geht raus an dich. Dankeschön für deine 5-Euro-Spende. Dankeschön für deine Unterstützung, das ist super, super lieb von dir. Richtiger Ehrenmann am Start. Und er schreibt, hallo ihr Lieben. Mit Bonus, sehr schön, so muss man das machen, mit Bonus am Ende. Und wie gesagt, Rambo, vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Oh, Kazuto, ja, ich spiele es auch gerade zum dritten Mal durch tatsächlich. Zum zweiten Mal im Stream. Bin mal gespannt, wie es diesmal läuft. Die neuen Tamers finde ich soweit in Ordnung, aber ich mag diesen einen nicht so, der so weinerlich ist. Den finde ich, also ich finde, der sieht cool aus, aber dann kam halt raus, dass es so eine Heulsuse ist und irgendwie feiere ich das nicht so. Diesen, wie hieß er noch gleich? Den Namen schon wieder vergessen. Es könnte schon sein, Toni. Das Ding ist aber einfach nur... Ja, es ist schwierig, weil Genai ist eigentlich... ein Digimon Adventure Only Character, oder? Gute Frage, ob der auch zwischen Dimensionen reisen kann, ne? Ich spiele aktuell auf der Switch.
Genau, der mit Jellymon auf jeden Fall. Ist Alphamon am Ende nichts anderes als ein Black Omegamon? Also ich mag tatsächlich den Look von Alphamon nicht, aber Alphamon hat auf jeden Fall ähnliche Fähigkeiten wie Omegamon. Die sind aber noch ein bisschen abweichend. Früher oder später werden wir bestimmt auch noch ein bisschen mehr über Alphamon erfahren. In Videos. Müssen wir mal gucken. So, erstmal gucken. Vielleicht kriegen wir ja jetzt endlich Miotismon down. Digimon World DS ist auch ein sehr gutes Spiel. Wir werden bei Zeiten auch nochmal Digimon World DS streamen. Das haben wir haben ja nur die anderen Digimon World Teile für den DS gespielt. Also wir haben Digimon Story Lost Evolution haben wir gespielt. Wir haben Digimon World Dawn haben wir gestreamt. Und Digimon World DS möchte ich auch gerne noch streamen. Auch wenn es ein sehr ähnliches Spiel ist, aber es ist halt ein sehr cooles Spiel. Flammendes Inferno. So, jetzt haben wir schon mal das Rosemon Burst Mode weg. Was, Burst Mode oder war es das normale? Auf jeden Fall haben wir Rosemon weg. So, jetzt müsste Miotismon weg sein. Genai kann zumindest von der Digi-Welt in die reale Welt reisen. Ja, gut. Oh Gott, TK. Schweres Thema, ne? Möchte ich gar nicht so viel zu sagen. Wenn ein anderer was dazu sagen möchte, das ist in Ordnung. Ich werde da jetzt keinen Stress machen oder so. Aber Politik versuche ich im Stream zumindest rauszuhalten in der Regel. Digimon World habe ich als Kind auch gerne gespielt. Früher als Kind habe ich auch erstmal mega versagt immer in dem Spiel. Aber irgendwie hat mich das Spiel nicht losgelassen und dann habe ich da irgendwie irgendwann reingeschwitzt. Und dann war ich einfach drin in dem Game. Wenn man einmal raus hat, wie es funktioniert, dann fühlt man sich halt einfach so, als ob man etwas aus seiner... ein Hindernis aus seiner Kindheit beseitigt hat. Oder ein Hindernis seiner Kindheit überwunden hat. Kennt ihr das? Wenn ihr dann so ein Spiel spielt, was ihr als Kind richtig schwer gefunden habt und dann richtig durchzieht und das einfach als Erwachsener oder als Jugendlicher nochmal versucht. Oh, nice, TK, nice. So, wir wollen jetzt hier nochmal einmal heilen. Ganz klar, medizinisches Spray. Ja. Geflashen. Das glaube ich dir aufs Wort. Dann schauen wir mal. Jetzt haben wir nur noch Black Wargreymon vor uns. Ich hoffe auch, dass Digimon Survive gut wird. Das Ding ist, und das finde ich minimal abschreckend. Die haben schon gesagt, dass tatsächlich der Hauptfokus auf dem textbasierenden Bereich ist. 70% des Spiels werden nicht Kämpfe sein bei Digimon Survive, sondern werden textbasierende Abenteuer sein. Also Gespräche, Erkundungen, dies, das, Ananas. Und Gameplay selber 30%. Und Sirito! Dankeschön für den 5. Monat Resub. Dankeschön für deine Unterstützung. Der Support ist real hier, Leute. Und ja, Rambo, das finde ich auch so ein bisschen, da habe ich auch so ein bisschen Schiss vor, wie das dann sein wird, als ich das gehört habe. Da muss ich sagen, weiß ich noch nicht, ob das gut sein wird dann. Also nur Text, also ich verstehe das schon, diese Textabenteuer. Das soll ja irgendwo schon ein cooles Gameplay sein, aber... Ich habe sowas halt noch nie gespielt. Ich muss das dann halt einfach mal selber erleben und schauen, wie ich das finden werde. Ja, es ist hauptsächlich ein Text-Adventure. Ah, das eine Spiel, was du mal gezockt hast. Ja. Was war es? Scarlet Nexus? Ja. Ich glaube, das war auch ein bisschen so. Genau, richtig. Was man auch, also man kann es sehr mit Fire Emblem vergleichen, nur noch weitaus mehr Story als Fire Emblem. Also Fokus mehr auf Story als auf Gameplay. Ich bin mal gespannt. Ich frage mich, wie die anderen in Cross Wars aufgetaucht sind, obwohl Mirei noch nicht im Anime vorgekommen ist. Das ist interessant. Der Anime scheißt, wie gesagt, meist auf die Lore. Deswegen, und das werde ich mal in dem Video nochmal ausführlicher beschreiben, aber bei Digimon ist es so, viele Leute haben ja auch diese Frage, was ist eigentlich offiziell bei Digimon, was ist Lore, was ist Fakt, was ist Canon, nach was kann man gehen bei Digimon, was davon sind Fakten. Es gibt eigentlich eine feste Reihenfolge, in der man Canon bestimmt bei Digimon, die für die meisten erschreckend sein wird. Und zwar ist es so, wenn man nach Canon, nach offizieller Lore geht, kommen zuerst die V-Pads, dann die Games, dann die Manga und dann der Anime.
Das ist die Reihenfolge, in der man geht, wenn es um Lore-Geschichten geht halt, ne? So. Und das heißt, die Lore wird in erster Linie geschrieben von Bandai für die V-Pads. Die gab es früher auch in so kleinen Büchlein, wenn man die V-Pads gekauft hat und so stand das halt da so drinne. Mittlerweile kann man das sich im Internet anschauen, auf Japanisch und halt manche Wikis haben es auch auf Englisch übersetzt. Und erst dann kommen die Games. Das heißt, Digimon, also der Anime, hat den kleinsten Canon-Faktor. Richtig, und Mena sagt gerade, Digimon Cyber Sleuth hat für mich schon zu viel Text. Ich will ein Digimon-Spiel, wo ich spielen kann und nicht die ganze Zeit lesen muss. Da stimme ich dir sogar zu. Ich bin eigentlich ein Freund von Story. Ich liebe Story auch in Textform, gar kein Thema. Aber die Story muss auch schnittig sein und sollte nicht alles in die Länge ziehen. Das Problem bei Cyber Sleuth ist gar nicht, dass dort viel Text ist, sondern dass ein kleines Thema eigentlich angesprochen wird, man daraus aus dieser Mücke aber einen Elefanten macht. Das heißt, du hast halt 50 Textboxen für etwas, das du in 3 Textboxen rüberbringen könntest. Und ich würde halt einfach bevorzugen, wenn man die Textboxen einfach ein bisschen kürzt und das Spiel so nicht in die Länge zieht. Cyber Sleuth ist ein gutes Spiel. Ich mag das Gameplay. Ich mag auch die Story. Aber es ist nun mal ein Fakt, dass die Texte in die Länge gezogen sind. So, die 3 haben wir jetzt fertig gemacht. Ja, wir wurden gar nicht geschickt. Oder wir haben die 3 gar nicht hergerufen. Sakuyamon hat gesagt, wir sollen die 3 aufhalten. So sieht die Quest nämlich aus. Und jetzt kommt das Heldenteam. Das eigentliche Heldenteam. Ich lese mal kurz durch, was im Chat so geschrieben worden ist. Lai fragt gerade, weißt du, wo man legal Digimon gucken kann? Also am besten alle Serien. Das ist so ein riesiges Struggle-Thema. Uns geht's ja auch so. Wir haben früher als Kinder Digimon geguckt, aber meine Partnerin Nami und ich, wir wollten halt vieles davon rewatchen. Nami hat auch noch nicht alles davon gesehen. Übrigens, Amazon Prime findest du mittlerweile das meiste von Digimon nicht mehr. Das ist fast alles runtergenommen von Amazon Prime. Leider. Das ist ja auch unser Problem. Früher haben wir das auf Amazon Prime geguckt. Jetzt ist es da nicht mehr. Das ist das Problem, pass auf. Und wir wollen das eigentlich rewatchen und es ist so schwierig, legal an die Sachen zu kommen. Ich finde zum Beispiel den Kauf von DVDs jetzt nicht sehr optimal und eigentlich möchte ich auch Starmon. Ist gerade hier in der Story. Wer ist der Nächste? Das sind die Helden. Super Starmon und ich glaube Justimon. Richtig, und Justimon. Genau. Ich möchte eigentlich die Sachen schon legal gucken. Ich mag das nicht, Sachen illegal im Internet gucken zu müssen, weil ich will eigentlich, dass diese Sachen unterstützt werden finanziell, damit es mehr davon für mich zum Anschauen geben wird. Ne? Ihr versteht, was ich meine. Und das Problem bei Digimon ist, dass es super schwierig ist, eine Quelle zu finden, wo man die Sachen legal gucken kann. Es gibt einige Staffeln auf Crunchyroll, leider nicht mit deutscher Synchro. Da müsste man auf jeden Fall noch was machen, weil deutsche Synchro bei Digimon ist must have. Und die Staffeln, die es nicht bei Crunchyroll gibt, die muss man sich im Moment leider auf DVD kaufen. Wir haben jetzt zum Beispiel uns auch die Frontier-DVD-Reihe gekauft. So eine Sammlung. Es ist halt richtig, richtig schade. Es ist richtig bitter. Es ist wie mit Dragon Ball. Du kannst, glaube ich, nirgendwo im Moment legal im Internet Dragon Ball angucken. Also auf Deutsch. So, das sind die 3 Helden, die sich den Gegnern hier annehmen wollen. Die Pose. Ja, die wollten die Schurken eigentlich in die Flucht schlagen. Die haben wir jetzt aber schon platt gemacht. Jetzt müssen wir uns auch noch gegen die Helden stellen, weil die denken, dass wir auch Schurken sind. Naja, da werden wir uns jetzt aber vorher einmal komplett heilen. So viel steht schon mal fest. Oh. SP-Kapseln auch mal ganz kurz hier wegmeddeln. So, geht doch. TP-Kapseln, Nami am Tippen. Tippi-tipp. Lieber sprechen, Nami. Früher konntest du Digimon noch auf YouTube gucken. Das ist richtig. Du konntest früher einfach auf YouTube Digimon gucken, eine Zeit lang. Aber ja. Ja, richtig. Ich möchte Dragon Ball eigentlich auf Deutsch gucken gerne. Weil ich bin damit aufgewachsen in meiner Kindheit. Ich habe das sehr gefeiert.
Und man kann es halt nirgends legal gucken. Das ist halt super stressig. Wenn ich überlege, ich habe früher .hack dann auf YouTube geguckt. Ja, Mann, früher, das war schon eine Grauzone. Weil ich früher also, nicht wusste, wie man Werbung ausschaltet am PC. Und ja, und diese Anime-Seiten, wo man Animes gucken konnte, die waren halt irgendwie so zugespammt mit Werbung, dass ich gar nicht wusste, wo ich die Werbung schließe. Ja. Ist so, ne? Da sind wieder die drei. Ja, das überlegt man, Nami, ne? So, was sagt Trinity? Kann es sein, dass Immon das einzige Digimon ist, wo man sah, dass der von allein gleich aufs Mega-Level geschafft hat? Nee. Beelzemon ist durch die Macht seiner Digimon-Partner digitiert. Die waren da nicht anwesend in dem Moment, aber er ist durch die Macht seiner beiden Digimon-Partner digitiert. So. Wer? Der Justimon-Trupp. Beelzemon, weißt du noch? Bei Digimon Tamer? Achso, ja, stimmt. Impmon ist durch die Macht seiner Digimon-Partner digitiert, oder? Ja, durch die zwei kleinen Kinder. Ja. So, dann wollen wir mal gucken, wie dieser Fight sich jetzt hier abspielen wird. Göttliche Sühne! So. Ja, riesig. Oh Gott, dieser Film, wo dann am Anfang, wo die da Angela Anaconda einspielen. Alter, das war so beleidigend damals, finde ich. Einfach Angela Anaconda. Ich weiß nicht, ob es ihm anders auch noch so geht. Gibt bestimmt auch welche, die feiern das. Ist so, Justimon und Shoutmon sind die anderen. Das stimmt allerdings. Wir kassieren auf jeden Fall gerade mies. Wird ein interessanter Fight, glaube ich. Superstar Kinnhaken. Ja, ihr merkt schon, die Challenge ist gar nicht so leicht. Sie ist auch nicht schwer, aber sie ist auch nicht leicht. Sie ist halt sehr zäh. Boah, wir machen gerade echt gar keinen Damage gefühlt. Schwerer ja, Schlag 3. Bailey macht heute No Damage Challenge. Ist so. Wie mache ich den wenigsten Damage? Let's go, Leute. Genau, wir versuchen jetzt nämlich hier gerade eine Quest abzuschließen, um die Story voranzutreiben. Ja. Schauen wir mal. Ich finde es so schade, ich habe es heute auch auf meinem Discord-Server erzählt. Ich finde es so schade, dass Bandai einfach so wenig auf Digimon setzt, immer noch. Ich habe ja eigentlich jetzt gedacht, jetzt wo das Digimon Card Game da ist und wo die Vital Bracelets so gepusht werden und wo jetzt endlich regelmäßiger Games rauskamen die letzten 10 Jahre, das war ja schon eine Weile lang nicht mehr so früher, da dachte ich jetzt eigentlich, Bandai hat jetzt Blut geleckt und jetzt wollen sie durchziehen, dachte ich eigentlich, ne? Aber ich habe den Eindruck mittlerweile, dass die Leute von Bandai doch gar nicht so viel Wert drauf legen. Und Wupperstyler, schön, dass du einschaltest. Guten Abend. Wird das Alphamon später auch noch zu Alphamon Oryuken und weiter digitiert? Tatsächlich nicht. Es hat einen Grund. Ich spiele den ganzen Run ohne Digimon, die einen Int- oder Death-Piercing-Skill haben, weil die zu overpowered sind. Also ich schränke mich da so ein bisschen selber ein, zumindest für die Story. Und ja, Oryuken-Mode hat halt Piercing. Deswegen, ja, der ist halt ein Rebell. Der hat ein Piercing. So. Dann schauen wir mal. Wechsel. Habe ich irgendwas, was ich einwechseln kann, was da besser löst? Ich glaube nicht. Feels actually Batman. Göttliche Sühne, let's go. Wir machen halt echt wenig Damage. Das ist schon sehr räudig. Aber eigentlich müssten wir ja mit Dorogoramon guten Damage machen, oder nicht? Könnte so heftig werden, der Kampf. Ja, genau. Also, das wird später mal aber digitiert. Wenn wir fertig sind mit der Story
und fertig sind mit der Hackers Memory Story, wenn wir beide Stories abgeschlossen haben, dann werden wir alle Digimon durchdigitieren, auch die mit dem Piercing-Effekt. Denn dann wollen wir Dinge angehen, wie zum Beispiel die ganzen Postgame-Sachen und vor allem auch die, also wir wollen ein bisschen PvP machen und sowas. Und dann wird alles durchdigitiert, da mache ich dann auch Videos dazu, wie man sich selber ein effektives PvP-Team zusammenbaut, worauf man da achten sollte und solche Sachen. Billy weiß das Digimon mit der Kugel. Das also Digimon mit der Kugel ist Lucemon Satan Mode. Und was ist besser, Hackers Memory oder Cyber Sleuth? Hackers Memory finde ich besser. Von der Story. Aber beides spielen, das sind zwei verschiedene Stories. Also schauen wir mal. Oh, wir kassieren so mies gerade. Ist so heftig. Wir sollten an der Stelle lieber einmal heilen. Hier nochmal reinmeddeln. Und zwar alles, was geht, in Justimon reinmeddeln. Da hätten wir mehr Datei-Digimon gebraucht. Ja, ist alles eine Geschmackssache. Es gibt auch Leute, die finden echt Cyber Sleuth storytechnisch besser. Ist ja auch vollkommen legitim. Ist halt alles eine Geschmackssache. Unterstützungsende, okay. Hilflos! Kann jemand ganz kurz Lucemon Satan Mode in den Chat schreiben? Gibt es so das böse Digimon außerhalb von sowas wie den 7 Dämonen-Digimon, zu dem ich auch ein Video habe? Zu dem Digimon selber, es gibt viele, die noch böser sind, sage ich jetzt mal, als die Demon Lords. Zu denen habe ich aber noch kein Video aktuell. Zu denen kommen aber Videos. Es ist sehr, sehr, sehr viel geplant. So ein Video, ich muss dazu sagen, so ein Video hat schon über 20 Stunden Bearbeitung, bis ein Video fertig ist. 20 Real-Life-Stunden Arbeit und 20 bis 30 so. Und deswegen komme ich nicht dazu, natürlich jetzt ein Video nach dem anderen rauszuhauen. Ne? Und deswegen kommt jeden Donnerstag um 18 Uhr ein Video. Aber ich werde auch diese Themen auf jeden Fall covern. Alle Themen. Also nicht nur Gruppierungen, auch einzelne Digimon, die vielleicht eine interessante Story haben oder so. Das nächste Lore-Video kommt am Donnerstag. Nächste Woche Donnerstag, 18 Uhr. Sehr gerne, Wupper-Styler. Sammel ruhig Points, das lohnt sich natürlich. Wir spielen ja auch noch Hackers Memory. Und es gibt auf jeden Fall noch genug Digimon für euch zu benennen. Spätestens, wenn wir alles fertig haben, wenn wir die Story fertig haben, dann hole ich mir sowieso alle Digimon auf fürs PvP und dann könnt ihr auch Digimon benennen, die ich dann im PvP nutze und mit denen ich dann Videos für YouTube mache und alles, ne? Also, weil ich mache ja auch so Team-Builds und sowas dann. Ich habe da schon einiges geplant. So, Mutmetall, let's go. Gib ihm bös. Ja, es zieht schon in Ordnung ab. Die Menge ist in Ordnung. Wir haben schon über die Hälfte abgezogen. Einfach Anaconda vorspielen, das klingt falsch. So. Das gute alte Anaconda vorspielen, man kennt's. Ja, Shadow kriegt erstmal einen reingemeddelt hier. Das ist ja gar nicht gut für uns. Das heißt, wir werden jetzt erstmal Shadow wieder. Nicht voll healen, aber auf jeden Fall healen. Let's go. Kapsel A. Geht doch. Er muss sich eine Runde ausruhen, die faule Socke. Er kann wieder angreifen. Let's go. Wieder auf ihn hier. Das freut mich leid. Das freut mich wirklich, dass das anerkannt wird. Na, also für mich ist es so, ich will mich auch gar nicht beschweren. Ich mache das super gerne. Also ich mache das so oder so, was Videos betrifft, Stream betrifft. Ich mache das einfach gerne. Es ist schon mein Hobby, würde ich schon so sagen. Natürlich auch irgendwo ein bisschen was. Man kann es schon auch ein bisschen beruflich nennen. Man verdient schon gut Geld auch damit. Auch wenn ich leider noch nicht davon leben kann, aber ich muss sagen, ich mache es halt auch hobbymäßig gerne einfach. Aber es ist halt auch sehr viel Bearbeitungszeit, ne? Das Ganze editieren, das Skript schreiben, die Sachen recherchieren. Und früher war es ja auch so, dass ich noch mehr Fehler drin hatte. Jetzt investiere ich mehr Zeit ins Recherchieren, damit ich möglichst wenig Fehler in den Videos habe. Meistens sind es ja Flüchtigkeitsfehler, aber ich investiere halt, wie gesagt, mehr Zeit ins Recherchieren. Ich checke mein eigenes Video, ob ich Editierungsfehler habe, einen Fehler in einer Grafik habe, irgendwas falsch geschrieben steht oder ich vergessen habe, irgendwas rauszunehmen von einer Folie zur nächsten quasi
beziehungsweise von einer Grafik zur nächsten. Und klar, da geht viel Zeit rein, natürlich, das ist sehr viel Arbeit. Aber ja, ich habe mittlerweile diesen Plan zusammengebaut, sodass ich jetzt quasi drinne bin und es schaffe, jede Woche ein Video fertig zu kriegen, mindestens. Ihr merkt es ja, die letzten Wochen gab es immer mal ein Lore-Video und zusätzlich noch so ein Themenvideo, wie zum Beispiel jetzt zweimal News. Oder ich kann auch mal über was anderes als News reden natürlich. Ich kann ja auch mal einfach abseits von Lore-Videos noch zusätzlich was bringen, ne? Ja, Beelzemon ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr cooles Digimon. Wie lange dauert es, Digimon Cyber Sleuth durchzuspielen? Gute Frage. Es kommt darauf an, wie schnell man spielt und ob man den Plot wegdrückt, also die Story wegdrückt oder nicht. Ich drücke vieles weg, was überflüssig ist, aber ich möchte auch die wichtigen Core-Themen alle vorlesen. Also die Kernthemen, die Schlüsselthemen, die möchten wir alle synchronisieren und vorlesen, weil das ja auch auf YouTube festgehalten wird, ne? Und in der Regel würde ich sagen, wenn man alles skippt, 30 Spielstunden, 20 Spielstunden, wenn man alles ordentlich sich durchliest, kann das schon über 50 Spielstunden gehen tatsächlich. Wenn nicht sogar noch mehr. Je nachdem, wie viel Zeit man ins Level noch investiert. Und Sirito, ich danke dir vielmals, dass du heute eingeschaltet hast. Ich wünsche dir gleich eine gute Nacht. Vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Stream. Und wir haben wieder die 60 Zuschauer geknackt, Leute. Auch eine wichtige Information, der nächste Stream nach heute ist ein ganz weirder Stream. Und zwar am Digi-Dienstag nächste Woche ist der nächste Stream nach heute. Und das wird ein Late-Night-Stream. Der beginnt um 21 Uhr und der geht bis 0. Mal gucken, wie viele Leute da einschalten. Wenn ich merke, es schalten nicht genug ein, dann werde ich wieder andere Uhrzeiten machen. Aber ich schaff's nicht anders am Digi-Dienstag. Das ist zeitlich das Einzige, wie ich es hinkriege. Und ich möchte nicht noch länger ohne Stream machen. Und ja, ich möchte auch nicht nur eine Stunde oder so live sein. Deswegen. Ja, also wir machen auf jeden Fall ab 21 Uhr, vielleicht auch länger als 0. Es kommt drauf an, wie viele Leute um 0 noch am Start sind. Wenn ich das Gefühl habe, die Leute haben um 0 noch Bock, dann zocken wir weiter, ist doch ganz klar. Genau, was Trinity sagt, es kommt auch drauf an, ob man 100% macht oder nur Story, Endboss und fertig. Also man kann das Spiel schon auch in 20 Spielstunden durchballern. So ist es nicht. Aber ich bin ein sehr gemütlicher Typ. Ich laber, wie gesagt, auch gerne mit euch im Chat nebenbei. Deswegen zieht sich das ganze Spiel natürlich ein bisschen. Aber ich denke, es macht ja auch Spaß, über diese und jene Themen zu reden. Vielleicht auch gerade, wenn es ein bisschen ab und zu um Lore geht oder darum geht, was als nächstes geplant ist. Ich habe sehr viele Videos geplant und mir brennt es in den Fingern. Ich habe die ganze Zeit Bock, jetzt schon zum Beispiel mein Video über die 10 legendären Digi-Krieger zu machen, weil es ist so ein sagenumwobenes Thema. Es ist so ein interessantes Thema, weil es in Frontier so oft erwähnt wird, aber nie komplett aufgeklärt wird, so, ne? Und ich habe so Bock, das jetzt schon zu machen, aber ich habe halt noch andere Themen, an denen ich bereits angefangen habe zu arbeiten und die halt jetzt erstmal fertig gemacht werden müssen. Also am liebsten würde ich jetzt zum Beispiel auch einfach über die 4 großen Drachen reden oder über das Crack-Team oder über die 3 Musketiere oder was auch immer. Ich würde über die ganzen Themen sofort jetzt ein Video machen wollen. Aber ja, ich werde auf jeden Fall eins nach dem anderen machen müssen. Aber es macht sehr viel Spaß. So, ich lese noch, was im Chat noch geschrieben wird. Mena schreibt, ich finde es so schade, dass so wenig Digimon-Spiele geschafft haben, in den Westen zu kommen. Sehe ich auch so. Ich ärgere mich jedes Mal drüber. Allgemein, dass Digimon-Produkte auch, wie das Vital Bracelets oder die V-Pads, dass die so selten nach Deutschland kommen. Und der Struggle einfach, an diese Dinge zu kommen, wenn man kein Japanisch kann oder wenn man eben, ja, überhaupt erstmal gucken muss, wie komme ich an diese Dinge überhaupt, ja? Der Struggle ist so nervig und lästig dabei und an viele Dinge kommt man dann halt einfach gar nicht. 24-Stunden-Stream, weiß ich nicht, ob ich den jemals packe. Vielleicht eines Tages? Aber 12 Stunden machen mich schon immer sehr fertig, muss ich sagen. Muss man aber mal schauen, vielleicht. Mal schauen. So, die Sieger sind die Gerechten. Entschuldigt euch bei ihnen. So, entschuldigt euch bei ihnen. Wir haben es etwas übertrieben, genau. Die wollten nämlich jetzt eigentlich die Schurken fertig machen, aber das sind eigentlich gar keine Schurken. Die wurden einfach nur engagiert als Schurken. Und das gute Team dachte sich, ja, wir haben jetzt die Schurken platt gemacht. Doch, Nami ist auch da. Hallo. Ja, Nami sitzt auch noch neben mir. Schon halb am Einschlafen? Ja. So ein bisschen müde?
Bis wann machst du heute? Bis 22 Uhr. Digimon war in Japan scheinbar der King in den DS-Zeiten gewesen. Das stimmt. Also zu den DS-Zeiten war in Japan wirklich reges Interesse an Digimon. Das ist aber auch in Japan stark zurückgegangen. Mehr als ich gedacht hätte. Und auf der Digimon-Con haben wir wirklich rausgehört, dass die Zuständigen von Digimon gar nicht so realisiert haben. Erstens, dass es überhaupt noch eine Fanbase gibt von Digimon. Und zweitens wussten die gar nicht, dass Digimon auch außerhalb von Japan Fans hat. Also in so einem Ausmaß. Die waren wirklich schockiert. Also die haben sich gedacht, hä, was geht hier ab? Ich glaube, es liegt daran, dass bei Digimon das nicht an den Games oder nicht am Anime oder am Erfolg von den Games oder Anime festgelegt wird, sondern echt am Merch, am Spielzeug. Denn Bandai ist in Japan in erster Linie eine Spielzeugfirma. Also die stellen Spielzeuge her und verkaufen Spielzeuge. Ja, die haben manchmal echt witzige Spielzeuge. Genau, das heißt, ich glaube, die gucken halt echt, wie verkaufen sich die Digimon Spielzeuge. Und daran legen die fest, ob Digimon erfolgreich ist oder nicht. Ich glaube, für die sind Digimon-Spiele und Digimon-Anime und sowas ist nur Werbung für das Spielzeug. Aber das ist halt die falsche Herangehensweise in der Digimon-Franchise, finde ich. Digimon war mal eines Tages bezogen auf die ganzen, auf die Spielzeuge und zwar eher eine Kinder-Franchise, aber das hat sich ja massiv geändert. Es ist ja nicht mehr so. Digimon ist über den eigenen Ursprung hinweggewachsen, finde ich. Oder an der Vermarktung der Produkte, richtig, genau. Klar. So. Und Biggie Play, schön, dass du mal wieder einschaltest. Willkommen bei uns. Freut mich, dass du im Start bist. Wir zocken gerade ein bisschen Cyber Sleuth. Und machen gerade im 13. Kapitel ein paar Sidequests. Und wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Hab mal was trinken. So. Just Simon möchte an einem Film teilnehmen anscheinend. Interessant, wie die Digimon plötzlich anfangen, in die Menschenwelt überzugehen und sich das irgendwie verschmilzt hier gerade in der Story. Genau. Also Sakuyamon möchte doch mit Justimon und den anderen an einem Film arbeiten. Interesting. Aber nichts, was wir jetzt krass vorlesen müssten oder so, finde ich. Das würde nur das Stream-Projekt unnötig in die Länge ziehen. Aber ich denke trotzdem, dass wir nach Cyber Sleuth erstmal Hackers Memory streamen werden, die Story, also wenn wir fertig sind mit der Cyber Sleuth Story, dass wir dann die Hackers Memory Story machen, wieder mit neuen Partner-Digimon. Ihr könnt dann wieder aussuchen, welche Digimon bei mir ins Team kommen sollen. Und am besten 11 andere Leute als die, die bei Cyber Sleuth benannt haben, also wieder 11 neue Leute, die was benennen können. Weil du ja erwähnt hast, dass du den Google-Übersetzer nutzt. Ja, nicht nur den Google-Übersetzer. Ich benutze auch einfach, ich benutze auch tatsächlich die von anderen Leuten auf Englisch translateden Lore-Einträge. Von eigentlich einer Quelle, die sehr, sehr sicher ist. Ein Mini-Fehler bei den Deva. Welcher Fehler? Also kann ja natürlich sein, dass er ein Fehler ist, aber würde mich interessieren. Weil so viele Leute sagen, ah ja, an der und der Stelle hast du einen Recherchefehler auch, sagen manche Leute. Und ich denke mir so, ja, dann sag mal doch, welchen Fehler. Weil oftmals ist es so, dass die Leute auch selber manche Dinge einfach nicht ganz der Richtigkeit halber verstehen. Aber ja, bei einem Übersetzungsfehler, das kann durchaus sein tatsächlich. Und Rexter, schön, dass du einschaltest. Ich habe vergessen, auf den Link zu klicken, aber ich habe schon gesehen, du hast, glaube ich, für mich gemacht. Sehr nett von dir. Weil das chinesische Tierkreiszeichen nicht Büffel ist, sondern Ochse. Das wird aber im Deutschen als Büffel wurde das da eingetragen. Ach, erst ab dem 7.3. Okay. Also wenn ihr nach chinesischen Tierkreiszeichen, das ist tatsächlich kein Übersetzungsfehler.